volta, Celtio. Nach wie vor geht Mirjana Lucic sehr aggressiv in die zweiten Aufschläge von Steffi Graf. Und gleich noch einmal zu schwach und vor allen Dingen zu unplatziert. Viele zweite Aufschläge von Steffi Graf. Mirjana Lucic steht da etwa einen Meter im Feld und geht dann noch in die Bälle hinein und macht auf diese Art und Weise viele direkte Punkte. 4:2 Führung für die Kroatin. So, nun korrigiert Anlass Herr Ulrich die Entscheidung des Linienrichters. Und gibt den Punkt an Mirjana Lucic, weil sie sagt, das war ein Ass, da gab es keine Behinderung durch den Ausruf. Das wiederum sieht Steffi Graf anders. Der Grund für die Diskussionen, die aber, so denke ich, nichts einbringen werden. Okay. 40:30. Spielball zu einem möglichen 5:2 für Mirjana Lucic.
von mir sagst. Égalité, Dieu. Das bisher längste Spiel zum vierten Mal über Einstand. Der dritte Vorhandfehler in Folge von Steffi Graf. Der Netzangriff erfolgreich abgeschlossen von der Weltranglisten-Zweiten. Diesen Punkt hat sie sich wahrlich erkämpft, denn da war einmal ein Ball von Lucic auch versprungen. Da hatte Steffi Graf Mühe, überhaupt noch an den Ball heranzukommen. Erneut Einstand.
Ja, da heißt es aus der Sicht von Steffi Graf, durchatmen, das bisher längste Spiel ist zu Ende gegangen mit einem Doppelfehler von Mirjana Lucic, die zahlreiche Möglichkeiten und Chancen hatte, auf 5:2 zu erhöhen. So ist Steffi Graf zumindest ergebnismäßig dran geblieben, 3:4, aber sie macht in einigen Phasen einfach zu wenig und sie bewegt sich nicht optimal. Das kann man immer wieder bei den seitlichen Bewegungen erkennen. Da fehlt einfach die Spritzigkeit, die Beweglichkeit. Und davon profitiert in vielen Phasen Mirjana Lucic, die weltbeste Juniorin. Nach der 8. Klasse hat sie die Schule verlassen. Wird jetzt von einem Privatlehrer betreut. Reprise. So, und viel wird jetzt beim nächsten Spiel wieder davon abhängen, kommt der erste Aufschlag von Steffi Graf oder kann Mirjana Lucic den zweiten von Steffi Graf angreifen.15. Da hat Steffi Graf profitiert von einer hohen Fehlerquote, einer wieder einmal zu hastig agierenden Mirjana Lucic. 4:4. Merci. First service. Merci.
alles gut. Der bislang mit Abstand beste Ballwechsel des Spiels. 0-30, Love Purple. Linie. Franta, third tour. Sehr viele Schwankungen im Spiel beider Finalistinnen. Denken wir an das Spiel davor zurück. Da spielte Mirjana Lucic hastig, machte 4 Fehler in Folge. In diesem eigenen Aufschlagspiel nun erheblich geduldiger. Ein besserer Spielaufbau und das Warten auf die Chance zum direkten Punktgewinn. Steffi Graf nach wie vor bei vielen Bällen zu spät am Ball, trifft die Bälle zu weit hinten, hat dann nicht mehr die Kontrolle. Und so also nach 0:30 doch noch der Spielgewinn zur 5:4 Führung für die 15-jährige Mirjana Lucic bei ihrem, das muss man immer wieder erwähnen, erst zweiten Profiturnier. Zunächst der Sieg in Bohl, hier das Erreichen des Finals. Und das heißt, die aktuelle Sandplatzbilanz von Mirjana Lucic in diesem Jahr 14:0. Steffi Graf weit hinter die Grundlinie gedrängt. Und dann wird der Druck der Kroatin zu groß. Das war noch einmal dieser bisher schönste Ballwechsel im Spiel. Thank you.
Spiel gewinnt an Qualität.40-15. Doch, da hatte Steffi Graf Mühe, diesen Ball auszuweichen, der weit, weit ins Aus ging. 5-5. Erheblich interessanter dieser zweite Durchgang als der erste, der ja nur 30 Minuten dauerte und von Steffi Graf mit 6-2 gewonnen. Klasse. Ich denke, der Ball war im Aus. So ist es. Yes.
Les premiers services. Premier service. Droite. Avantage grand.